SPD Baden-Württemberg läutet die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs frohgemut ein. Wir sehen mit großer Begeisterung die Plakate, die landesweit jetzt aufgestellt worden sind und die deutlich machen, wofür die SPD bei dieser Bundestagswahl kämpft. Wir sind engagiert im Land unterwegs und wir wollen vor allem eins deutlich machen bei dieser Bundestagswahl. Es geht darum, dass wir nach dem Regierungswechsel in Baden-Württemberg jetzt auch auf Bundesebene die Voraussetzung dafür schaffen, dass eine Politik gemacht werden kann, die wirtschaftliche Stärke und sozialen Ausgleich miteinander verbindet. Wir haben in 2,5 Jahren Regierungszeit in Baden-Württemberg feststellen müssen, dass wir immer wieder an Schwarz-Gelb im Bund gescheitert sind, wenn es darum geht, wichtige Anliegen auch aus Baden-Württemberg in der Bundespolitik zu transportieren. Ein aktuelles Beispiel, aufgrund der Berichterstattung von gestern, ist beispielsweise die gesetzliche Beschränkung von Dispozinsen, die wir im Bundesrat vorangetrieben hatten, die aber dann auch vom Schwarz-Gelb im Bundestag nicht aufgegriffen wurde bislang. Aber vor allem geht es um die Themen von Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt. Wir werden einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn nur erreichen können mit Rot-Grün im Bundestag und in der Bundesregierung. Wir werden die Spaltung der Belegschaften durch die Auswüchse bei der Leiharbeit und den Missbrauch von Werkverträgen nur eindämmen können, wenn wir auch im Bundestag eine rot-grüne Mehrheit und einen Kanzler Peer Steinbrück haben. Wir werden die erfolgreiche Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, die wir in Baden-Württemberg angefangen haben, mit dem Arbeitsmarktprogramm von Katrin Altpeter, nur fortsetzen können, wenn auch der Bund entsprechende Schwerpunkte setzt und nicht etwa die Mittel kürzt, wie er es in den vergangenen 4 Jahren getan hat. Alles, was mit Arbeitsmarkt und der gerechten Verteilung von Wohlstand zu tun hat, werden wir nur mit Unterstützung einer rot-grünen Bundesregierung, dem Kanzler Peer Steinbrück, umsetzen können. Gleiches gilt für die Themen des bezahlbaren Wohnraums, für Baden-Württemberg besonders wichtig. Die Mietpreisbremse ist gescheitert im Bundestag an Schwarz-Gelb. Da haben wir im Land schon vieles auf den Weg gebracht, aber auch dort brauchen wir die Unterstützung der Bundesregierung. Wir brauchen die Unterstützung einer rot-grünen Mehrheit im Bundestag für die Konsolidierungspolitik im Land, Stichwort Steuerpolitik und Finanzierung von Ganztagesschulen. Und wir brauchen vor allem auch ein Ende der schwarz-gelben Blockade bei der Modernisierung unserer Gesellschaft. Stichwort Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften im Steuerrecht. Stichwort Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft bei der Einbürgerung von unseren Migrantinnen und Migranten. Bei all diesen Themen Fehlanzeige von Schwarz-Gelb. Zwar viel Wort geklingelt, dass die CDU sich angeblich geöffnet habe für solche modernen Themen, aber die Taten bleiben weit dahinter zurück. Deshalb kämpfen wir hier in Baden-Württemberg mit vollem Engagement für diesen Regierungswechsel, für Rot-Grün. Deshalb sagen wir auch, wir haben PS, nämlich Peer Steinbrück. Wir wollen eine Bundesregierung mit PS, die kraftvoll die Sachen anpackt. Und es kann nur ein Kanzler Peer Steinbrück machen, der Haltung und klare Kante zeigt. Und deshalb sind wir gerade bei diesem Bundestagswahlkampf als SPD Baden-Württemberg und auch als Teil dieser Landesregierung sehr engagiert dabei, weil wir an allen Ecken und Enden spüren, dass wir nur durch gleiche politische Einstellungen von Bundesregierung und Landesregierung das, was wir auch für Baden-Württemberg vorhaben, umsetzen können. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte ein paar Worte dazu sagen, welche programmatischen Punkte wir prioritär setzen und auch in unseren Wahlveranstaltungen ansprechen. Und zwar sind das 6 Programmpunkte, die eine besondere Rolle spielen. Die will ich jetzt ganz kurz ansprechen. Der erste Punkt ist der flächendeckende und gesetzliche Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro. Das ist ein Thema, was in allen Veranstaltungen eine Rolle spielt und wir überzeugen dabei mit unserem Hinweis darauf, dass das nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit ist, sondern dass das auch eine
Frage der Missnutzung von Steuergeldern ist, dass wir im Jahr mehr als 10 Milliarden Euro für die sogenannten Aufstockungen zahlen müssen. Das heißt im Grunde genommen Dumpinglöhne finanzieren über Steuergelder. Das ist eine Herausforderung für das ganze Land, das zu ändern. Und das geht eben nur mit einem gesetzlichen und flächendeckenden Mindestlohn. Der zweite Punkt ist ein etwas breiter aufgestellter, den kann man zusammenfassen unter dem Stichwort Rückdrängung von prekären Arbeitsverhältnissen. Da ist der ganze Missbrauch von Leiharbeit, von Werkverträgen enthalten, aber auch die Tatsache, dass 50% aller neu geschlossenen Arbeitsverhältnisse in Deutschland im Augenblick befristete Arbeitsverhältnisse sind, was ja Planung für gerade junge Menschen unmöglich macht. Und natürlich auch, dass die Forderung gleicher Lohn für gleiche Arbeit einschließlich Frauen, Gleichstellung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Der dritte Punkt hat sich in den letzten Wochen stärker nach oben geschoben. Der ist also von Nils Schmidt eben auch schon aus der Landessicht beleuchtet worden. Das ist die Notwendigkeit einer Mietpreisbremse in Deutschland einzuführen. Sie wissen, dass wir da konkrete Vorstellungen haben. Wir wollen erreichen, dass Mieterhöhungen bei bestehenden Mietverträgen künftig nicht mehr als 15% in 4 Jahren betragen und dass ein besonderer Missbrauch besteht bei neuen Mietverhältnissen, also nicht bei Neubauten, sondern bei Auszug aus einer Wohnung und einem neuen Mietvertrag. Hier haben wir zum Teil Steigerungen von 30-50% im Augenblick in den Ballungsgebieten und wir wollen das begrenzen auf 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Außerdem wollen wir, dass die Maklerkosten in Zukunft von denen bezahlt werden, die den Makler bestellen. Das sind in der Regel die Vermieter und dass das nicht übergewälzt werden darf auf die Mieter. Das ist auch dadurch prekär geworden, weil es neue Untersuchungen gibt, die zeigen, dass wir in Baden-Württemberg mehrere Städte haben, ich komme selber aus einer solchen, nämlich Freiburg, wo im Schnitt die Bürger bis zu 50% ihres Einkommens für Miet- und Wohnkosten bezahlen. Das ist ein alarmierender Wert, der da ermittelt worden ist. Der vierte Punkt ist auch sehr komplex, ich sage aber da nur wenige Stichworte dazu. Das ist die Tatsache, dass leider die Energiewende von der jetzigen Bundesregierung regelrecht an die Wand gefahren worden ist. Das war ja eine Erfolgsgeschichte, auch was qualitativ hochwertige Arbeitsplätze, von denen annähernd 400.000 in Deutschland entstanden sind, durch die Verunsicherung, durch die ständigen Veränderungen der Rahmenbedingungen, die hier geschaffen worden sind, haben wir schon mehrere tausend Arbeitsplatzverluste in Deutschland zu verzeichnen, auch in Baden-Württemberg. Ich komme nun zufällig auch gerade aus einer Ecke, wo in der Freiburger Region wir viele Einrichtungen dieser Art haben und darunter leiden. Und wir brauchen unbedingt wieder eine verlässliche Politik in der, im Energiebereich und bei der Energiewende. Der fünfte und vorletzte Punkt ist, dass wir den Unfug mit dem Betreuungsgeld als eine der ersten Maßnahmen einer neuen Bundesregierung sofort beenden werden. Und nicht nur diese Mittel, sondern auch andere in ein Ziel stecken werden, nämlich dass es eine flächendeckende Ganztagsbetreuung gibt in Deutschland. Das ist auch für gleiche Chancen von Frauen auf dem Arbeitsmarkt außerordentlich wichtig. Und wir wissen, dass auch die Wirtschaft hier sehr positiv zu diesen Zielen steht. Der letzte Punkt betrifft die Rente. Sie wissen, dass die SPD sich für eine sogenannte Solidarrente entschieden hat. Das heißt, wir wollen verhindern, dass die Fortsetzung von prekären Arbeitsverhältnissen Altersarmut ist. Und das ist die logische Fortsetzung von den prekären Arbeitsverhältnissen. Wir wollen dort mit der Solidarrente einen Riegel davor schieben. Das heißt, wer 40 Jahre ein Rentenversicherungsverhältnis hat und 30 Jahre eingezahlt hat, der soll Anspruch haben auf eine Solidarrente von mindestens 850 Euro. Und wer 45 Jahre versichert war, der soll mit 63 ohne Abschlag in Rente gehen können. Meine Damen und Herren, also unsere Erfahrungen sind, dass diese 6 Programmpunkte der SPD tatsächlich auf breite Zustimmung stoßen. Das wird immer begrüßt, wenn man diese Punkte in Veranstaltungen auch anspricht. Und insofern ist es die große Aufgabe im Grunde genommen,
von uns eine Mobilisierung in der letzten Phase. Wir haben noch genau 32 Tage dafür zu erreichen, um auch dieser Sachzustimmung auch eine Zustimmung am Wahltag für die SPD wird. Und damit komme ich zu einem zweiten abschließenden Punkt. Natürlich können wir nicht nur positive Punkte setzen, was unser Programm ist. Wir müssen auch kritisch mit der Bundesregierung auseinandersetzen. Dazu hat Nils Schmidt auch schon einiges gesagt. Aber ich will dann nochmal anknüpfen an diese Programmatik. Wir sind konfrontiert mit einer Strategie der CDU, im Grunde genommen Wahlkampf zu verweigern, einfach sich nicht zu stellen der inhaltlichen Auseinandersetzung, sondern auszuweichen und die Situation insgesamt schön zu reden. Also wir haben gerade in den letzten Tagen mehrere Beispiele dafür gehabt. Es wird einfach gesagt, die Euro-Krise ist beendet. Nicht? Dann kommt aber Herr Schäuble und sagt, naja, so ganz stimmt das jedenfalls nicht in Griechenland. Das werden wir jetzt zum Thema machen, weil das auch die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung betrifft. Erst sagt sie, das sei alles beendet. Es sei auf keinen Fall ein drittes Programm zu Griechenland notwendig. Da kommt der Finanzminister und sagt genau das Gegenteil. Das ist natürlich ein guter Anlass, auf diese Beschönigungspolitik nochmal hinzuweisen. Wir haben auch bei der NSA-Frage einfach eine Behauptung, dass die Sache jetzt erledigt sei, alles sei beantwortet. Wir haben eher den Eindruck, dass hier versucht wird, die Aufklärung, die wir über die BND-Aktivitäten haben, zu vermischen mit der Frage, ob gegen deutsches Recht und gegen deutsche Gesetze eben nach wie vor von NSA Daten ermittelt werden im internationalen Bereich, wo wir keine Kontrolle darüber haben. Dieses Thema ist noch lange nicht beendet. Und ich habe eben Griechenland schon angesprochen. Also wir müssen versuchen, das muss unser Ziel sein, mit unseren positiven Programmpunkten eben im Grunde genommen die Bundesregierung, die Koalition aus der Reserve zu locken und in inhaltliche Konfrontationen zu bringen. Das brauchen wir auch für die Mobilisierung in den letzten 32 Tagen. Aber nach den bisherigen Erfahrungen, die wir im Wahlkampf gemacht haben, ist hier noch etwas drin. Hier ist noch etwas möglich, auch an Mobilisierung, weil wir auf der Basis unserer zustimmungsfähigen eigenen Punkte und der Kritik über dieses Ausweichen der Bundesregierung Punkte machen. Das ist ganz eindeutig, dass das möglich ist. Und darauf werden wir uns konzentrieren in diesen letzten knappen 4,5 Wochen. Vielen Dank. Ja, damit wir uns konzentrieren können in dem letzten Monat vor der Bundestagswahl, gibt es zahlreiche Aktivitäten im ganzen Land. Wir haben Ihnen eine Liste in Ihre Presseunterlagen gelegt und nochmal nachgezählt. Allein auf den Unterlage sind 175 Veranstaltungen im ganzen Land mit zahlreicher Unterstützung von den Landesministerinnen und Ministern, aber auch von Bundesprominenz. Per Steinbrück wird zweimal nochmal in Baden-Württemberg bei großen zentralen Veranstaltungen sein, am 26.08. in Esslingen und am 10.09. dann in Ulm. Wir haben darüber hinaus bei den großen Schirmveranstaltungen am 6.09. Sigmar Gabriel dann in Freiburg und am 13.09. Klaus Roverei in Heidelberg. Aber Sie sehen an dieser imposanten Liste, die noch nicht abschließend ist und die auch nur ab gestern die Veranstaltungen aufzählt, dass es eine Vielzahl von Aktivitäten im ganzen Land gibt. Und wir eben, das was wir heute in den Mittelpunkt rücken wollen, wir brauchen einen Wechsel im Bund, damit wir unsere baden-württembergische Politik auch auf Bundesebene durchsetzen können, dort mit unseren Landesministerinnen und Ministern eben auch deutlich machen. Allein Nils Schmid wird in jedem Wahlkreis präsent sein und Gernot Erler und ich als Spitzentandem der SPD sind beide bei über 50 Veranstaltungen im ganzen Land unterwegs. Wir haben insgesamt 38 Direktkandidatinnen und Direktkandidaten, die das, was wir als Wahlkampfstrategie zentral gemacht haben, neben den Veranstaltungen, nämlich den Tür-zu-Tür-Wahlkampf, ich sage immer gern Klingelknopf-Wahlkampf dazu, nämlich das Gespräch auf Augenhöhe mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das wird jetzt gerade die letzten 4 Wochen nochmal intensiviert und viele tausend Türanhänger werden an den Türen hängen, dort wo wir die Menschen nicht direkt getroffen haben, aber werden vor allen Dingen mit ihnen direkt ins Gespräch zu kommen, um sie zu einem zu mobilisieren, wählen zu gehen. Weil ganz klar ist, wer nicht wählen geht, wählt Angela Merkel.
Und deshalb brauchen wir an dieser Stelle auch genau diese Zuspitzung. Wir wollen den Wechsel und deshalb sind unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort auch so fleißig, gerade auch unsere ehrenamtlichen Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. Das ist eine Mammutleistung, die da vor Ort geleistet wird. Wir haben 1050 Großplakate in ganz Baden-Württemberg stehen. Sie sind ja auch alle im Land unterwegs und sehen die an den unterschiedlichen Stellen stehen. Wir haben darüber hinaus 40.000 Plakate A0 und A1, also die normalformatigen Plakate, hängen und sind damit sehr gut aufgestellt für den Schlussspurt und den Wahlkampf. Wir werden in den Wahlkreisen, insbesondere auf den letzten 10 Tage und dann nochmal auf die letzten 72 Stunden Schwerpunkte legen, weil viele Wählerinnen und Wähler, ungefähr 30%, werden sich innerhalb der letzten 72 Stunden entscheiden, ob sie wählen gehen oder nicht. Und wir gehen davon aus, dass mit dem 1.9. dem Duell Steinbrück-Merkel dann auch nochmal ein Schub in der Polarisierung stattfinden wird, sodass der Tür-zu-Tür-Wahlkampf noch direkter und noch mehr Spaß machen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.